Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute werden wir mal Microgreens anbauen. Das Einzige, was wir brauchen, ist Eierschalen. Da drin werden wir die anbauen. Das sieht nämlich sehr schön aus. Das hier sind Eierschalen von einem Grünleger. So, das Einzige, was ihr machen müsst, also ihr braucht halt die verschiedenen Microgreens-Samen. Ihr müsst hier eure Eierschalen befüllen. Ihr müsst die übrigens gut auswaschen, weil sonst... Ja, sind da halt noch Eireste drin. So, da müsst ihr alle befüllen mit Erde. Übrigens, Microgreens sind halt so kleine Pflanzen, die schmecken dann zum Beispiel nach Radieschen oder je nachdem, wo man für was man halt die Samen hat. Oder Senf hier. Ja, und so weiter. So. 3 Stück muss ich noch befüllen. Ihr könnt das alternativ auch in einer Anzuchtschale benutzen, aber machen. Aber ich mache das hier in so Eierschalen, weil dann haben die Pflänzchen auch gleich mal ein paar Nährstoffe, weil die ja, Eierschalen, die haben ja Nährstoffe. Lasst doch auch gerne mal ein Like und ein kostenloses Abo da. Es würde mich sehr freuen und unterstützen bei all meinen Projekten. So, jetzt habe ich die hier alle drin und jetzt werden wir hier noch den Senf, als erstes werden wir den aussäen. So nehmt ihr euch einfach ein paar Samen auf die Hand, das muss nicht wenig sein, das können schon viele Samen sein. Den streue ich jetzt einfach mal hier rein. Kann schon der ganze Ding, die ganze Erde nur mit Samen bedeckt sein. Das macht nichts. Ist gut. So, jetzt braucht ihr noch ein Beschriftungsetikett, damit ihr wisst, welches was war. So, ein Etikett habe ich jetzt auch. Ich hoffe, es kann man gut sehen. Da steht Senf drauf. Und den mal jetzt hier rein. So macht ihr das dann ganz einfach mit allen. Als nächstes, jetzt mache ich den mal weg, weil sonst sähe ich aus Versehen wahrscheinlich nochmal Senf aus. So, jetzt machen wir weiter mit den Zwiebeln. Das Tolle finde ich bei Microgreens, jeder kann es machen, ob man einen Garten hat oder nicht. Es reicht eine kleine Fensterbank, wo man das machen kann. So, wieder schön viele Samen drauf, weil das sind ja kleine Pflänzchen. Da macht das nichts. So, auch hier schreibe ich mir jetzt ein Etikett. Und zwar Zwiebeln. So, ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ja, meine Schrift ist jetzt auch nicht eine 1, aber solange ich es lesen kann. So, dann machen wir auch die hier mal weg. Dann machen wir hier weiter mit den Rettich-Daikon. Keine Ahnung, was Daikon bedeutet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Wahrscheinlich ist es halt einfach nur eine Sorte. Also schmeckt halt einfach nach Rettich. Ich gebe euch auch hier wieder gut Samen raus. So, damit da alles bewachsen wird. Jetzt hängt der mir zwischen den Fingern. Ach so, fallen. So, auch hier schreibe ich mir jetzt wieder ein Etikett. Ich schreibe jetzt nicht Rettich Daikon, sondern einfach nur Rettich. So, ich hoffe, es könnt ihr einigermaßen erkennen jetzt. So, dann mache ich den auch hier rein. So, jetzt, damit ihr das besser seht,
drehe ich das Ganze mal um. Dieses Ei hier habe ich halt falsch, also nur von der Seite aufgemacht, aber das ist ja im Endeffekt nicht schlimm. Als nächstes machen wir hier Schnittknoblauch. So, auch von dem hier sollten wir nicht sparen an Samen, sondern nehmen auch hier wieder ziemlich viele. So, das sollte reichen. Und den säen wir jetzt mal das hier rein. Übrigens, solche Microgreens-Samen könnt ihr ganz einfach bestellen. Entweder irgendwo direkt beim Züchter oder über andere Plattformen. Das ist also kein Problem, an die ranzukommen. So, auch hier schreibe ich wieder ein Etikett, damit ich weiß, was es war. Schnittknoblauch haben wir auch ausgesät. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter hier mit dem Senf. Die Packung geht nicht gut auf. Jetzt holen wir. So, das sind genug Samen. Die machen wir jetzt mal alle hier rein. Also es ist wirklich nicht schlimm, wenn da sehr viele Samen sind, weil das werden halt wirklich nur ganz, ganz kleine Pflanzen. Aber sie schmecken auf jeden Fall richtig gut. So, dann haben wir die jetzt auch. Und jetzt in das... Achso, ich muss noch ein Etikett schreiben mit Senf. Hier Senf, ich hoffe, das könnt ihr gut sehen. Ja, dann stecken wir auch das hier rein. Jetzt bei dem größeren hier, bei dem Ei, das quer offen ist, nehmen wir jetzt diese Riesenpackung mit tausenden Samen, wo da drin sind. Ach, man muss das hier wegmachen. So, dann hole ich mir hier mal ein paar Samen raus. Das ist jetzt Radieschen. Tolle ist, ihr könnt die einfach im Salat machen, wenn ihr keine frischen Radieschen habt, und das schmeckt einfach super. Machen wir die ganzen mal hier drauf. Ui, da habe ich jetzt ein bisschen was daneben gemacht, aber das ist halb so wild. Heben wir auf. So, machen wir hier die Packung gleich mal wieder zu, weil sonst, so wie ich mich kenne, schütte ich die sonst um und dann liegt hier alles voller Samen und dann muss ich jeden einzelnen wieder aufsammeln. Das ist dann nicht so toll. Jetzt will diese Packung nicht zugehen. Ach, das geht schon. So, dann schreibe ich auch hier wieder ein Etikett mit Radieschen. So. Den stelle ich dann auch wieder hier rein. So. Jetzt müsst ihr das Ganze noch ein bisschen befeuchten. Und in wenigen Tagen habt ihr dann eure eigenen Microgreens. Übrigens, es eignet sich natürlich auch super, wenn ihr das auch in Eiern macht. Als Geschenk. Weil ihr könnt dann einfach die Eierschachtel zumachen. Ich habe jetzt nur das untere Teil. Und dann könnt ihr das perfekt verschenken. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Und bis zum nächsten Mal.